Let the future talk. Überlasst uns mal die Zukunft. Powered by die Mutmacherei. Heute begrüße ich den Konstantin ganz herzlich bei Let the Future Talk. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast, Konstantin. Wir kennen uns noch nicht wirklich. Wir haben uns einmal ganz, ganz kurz 2 Minuten im Tribe Space gesehen, in einem Coworking Space. Aber ich weiß noch relativ wenig von dir und deinem Projekt, deinem Unternehmen eigentlich. Ich weiß, es heißt Kombi-Ticket und das klingt irgendwie nach kombinierten Tickets. Aber was ist Kombi-Ticket denn genauer? Vielen Dank erstmals für die Einladung. Freut mich sehr, heute zu Gast zu sein. Kombi-Ticket Austria stellt, wie schon im Namen steckt, diverse Kombi-Tickets in Österreich zur Verfügung. Der Hintergedanke war eigentlich so ein bisschen, Leute wieder näher zusammenzubringen und gemeinsame Erlebnisse möglich zu machen. Jetzt unabhängig von der Pandemie ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass immer mehr Leute daheim herumlungern, nichts mehr miteinander unternehmen und so weiter und so weiter. Und ich denke mir oder bin mir sicher, dass das nach der Pandemie auch nicht viel besser werden wird. Und habe mir gedacht, da braucht es irgendwie ein Produkt, wie man Leute wieder näher zusammenbringt. Und meiner Meinung nach machen das meine Kombi-Tickets optimal. Okay, das ist ja ein spannender Aspekt, die Leute zusammenzubringen. Ist die Idee während der Pandemie entstanden oder schon vorher? Schon vorher. Ich habe Kombi-Ticket Austria in meinem Matura-Jahr eigentlich gestartet. Ich war in einer Handelsakademie und in der Handelsakademie ist es halt üblich, dass man im Matura-Jahr eine Diplomarbeit schreibt. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte nicht irgendwas schreiben, was ich abgebe und mich dann nie wieder drum kümmern, so wie das wahrscheinlich, weiß nicht, 95% machen, aber das hat mich nie interessiert. Ich habe immer gesagt, wenn ich da so viel Zeit reinstecke, dann muss da mehr draus schauen und dann möchte ich das in irgendeiner Art und Weise weiterführen. Und dann habe ich halt ein bisschen nachgedacht und bin auf die Idee gekommen und habe dann sozusagen das Unternehmen aufgebaut und im Hintergrund natürlich alles im Detail dokumentiert, dass ich halt, sag ich mal, eine Diplomarbeit habe zum Abgeben. Das heißt, ich habe die Diplomarbeit dann im Februar 2020 abgeben und im März 2020, also einen Monat später, wirklich das Unternehmen angemeldet und gegründet. Oh wow, das ist ja Schlag auf Schlag gegangen. Erzähl uns doch ein bisschen, wie du auf diese Idee gekommen bist. Wir wissen ja noch gar nichts genau darüber, aber vielleicht so war die Idee, okay, die Leute sollen mehr gemeinsam machen oder wovon bist du ausgegangen? Also wie gesagt, so ein bisschen der Hintergedanke, dass es irgendwie ein Produkt braucht, das Leute wieder näher zusammenbringt, aber auch das Eigeninteresse. Es ist so, dass ich ein Riesensportfan bin und jede Sportart sozusagen schaue. Und ich hatte irgendwann als kleines Kind den Traum, so mal in jedem Fußballstadion in Österreich gewesen zu sein. Und ich hatte eine Zeit lang, also jahrelang eigentlich ein Abo für einen Fußballverein in Wien. Und habe mir gedacht, irgendwie mit dem Abo, ja, ist eh schön, komme ich alle 2 Wochen ins selbe Stadion, aber ich komme nie eben meinem Ziel näher, in ganz Österreich in jedem Stadion gewesen zu sein. Dann haben wir gedacht, ja, wenn es ein Abo gibt, wo ich alle 2 Wochen in dasselbe Stadion gehen kann, muss es doch irgendwie auch eine Möglichkeit geben, ein Ticket herzustellen, wo ich alle 2 Wochen in ein anderes Stadion gehen kann. Und so ist dann die Idee entstanden und ich habe zuerst halt, natürlich ist es irgendwie grob im Kopf, dass man eben ein Ticket macht, womit man dann österreichweit in jedes Stadion kann und so. Und nach wird es halt, sag ich mal, verfeinert bis zu dem Punkt hin, wo jetzt das Produkt fertig ist und wo ich sagen kann, okay, das ist rausgekommen. Also wie gesagt, die Idee war ursprünglich so, ein Ticket zu haben für ganz Österreich, wo man in jedes Stadion gehen kann. Dann hat man halt einige Gespräche, wir haben beispielsweise mit der Fußball-Bundesliga gesprochen, mit Austria Wien gesprochen
Und da kriegt man halt immer wieder Inputs und die Fußball-Bundesliga hat beispielsweise gemeint, beschränkt es doch mal auf eine Stadt, aber nehmt andere Sportarten dazu. Und das ist dann eigentlich jetzt das Endprodukt geworden. Also unser Sportkombi-Ticket beinhaltet 7 Stadionbesuche in Wien von 6 verschiedenen Sportarten. Okay. Und daneben haben wir halt auch noch weitere Tickets, die ermöglichen Unternehmensbesuche. Das ist eher für Familien, Paare, Unternehmen, Pensionistenvereine, die gerne Tagesausflüge machen. Das ist eine zweite Produktschiene, die wir haben. Aber dieses Sportticket, was ich eben gerade angesprochen habe, ist und soll auch in Zukunft eigentlich das Hauptprodukt sein. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast auch 2 Zielgruppen, die sich wahrscheinlich nicht sehr überschneiden. Auf der einen Seite die Sportfans, die gerne ins Stadion gehen und möglichst viel von Sportveranstaltungen mitkriegen wollen. Und auf der anderen Seite, du hast das eh schon ein bisschen benannt, das ist wahrscheinlich eine relativ diverse Zielgruppe, aber Menschen, die gern Tagesausflüge machen. Und jetzt ist ja einmal so, bei Tagesausflügen würde ich jetzt nicht in erster Linie an Unternehmen denken, sondern eher an, ich weiß nicht, Ausstellungen oder Naturschönheiten oder Burgen und Schlösser oder so. Wie und warum kam dir denn die Idee, dass man da auch Unternehmen besuchen könnte? Also ich muss mal sagen, dass ich echt keine Vorurteile eigentlich habe, aber es ist, sag ich mal, trotzdem so, dass meistens die Väter mit ihren Söhnen in die Fußball-, Handball-, Eishockey-Stadien, wohin auch immer gehen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich das Sportkombi-Ticket mache, das ist halt, blöd gesagt, ein klassisches Männerticket. Da werden halt die Väter miteinander gehen oder Väter mit ihren Kindern gehen. Und dann haben wir gedacht, ja, es muss doch auch irgendwie eine Möglichkeit oder ein Produkt geben, was auch für die Familie dann ist. Also, dass der Vater nicht nur mit dem Sohn alle 2 Wochen in einem Stadion sitzt, sondern dass auch die Familie gemeinsam mal was machen kann. Und bin dann eben auf diese Regionaltickets gekommen, die eben Tagesausflüge ermöglichen. Und das schaut im Detail so aus, dass ich immer 2 bis 3, also einmal 2, einmal 3 und einmal 4 Bundesländer zusammengefasst habe. Also ich habe Österreich sozusagen in 3 Regionen geteilt und man kann in der Region pro Bundesland ein Unternehmen besuchen. Das ist vorhin kurz angesprochen. Unternehmen sind jetzt nicht das typische Ausflugsziel für einen Tagesausflug. Aber ich habe bei den Unternehmen sehr spezifische Unternehmen ausgewählt, die auch das Bundesland widerspiegeln. Das heißt, der Hintergedanke dieser Regionaltickets ist einerseits, dass man als Familie was unternehmen kann oder als Paar, als Pensionistenverein, wer auch immer. Und dass man gleichzeitig aber auch Österreich kennenlernen kann. Ich habe zum Beispiel als Partner für das Burgenland einen Winzer. Ich habe als Partner für die Steiermark einen Kernelhersteller. Also es sind sehr, sehr typische Unternehmen, die halt auch eben für das Bundesland stehen. Und was du angesprochen hast, die Burgen und Schlösser und Museen, Ausstellungen, die, sag ich mal, typisch für Tagesausflüge sind, die kommen eben im Sommer. Das ist eben die neue Produktschiene, die diese Dinge beinhalten wird. Okay, da haben wir auch gleich ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Wahnsinn. Also ich merke schon, dein Projekt hat irgendwie, oder dein Unternehmen ist es ja mittlerweile schon, hat da irgendwie sehr viele Facetten und sehr viele Schichten auch und so, finde ich super spannend. Auch wie du die Unternehmen ausgewählt hast, also etwas zu suchen oder zu finden, was irgendwie typisch ist für eine Region oder Bundesland oder so. Ist das Hauptkriterium gewesen oder hast du andere Aspekte auch noch, welche Unternehmen in Frage kommen und welche nicht? Also sind die in irgendeiner Weise jetzt familienfreundlich oder stellen die was her, was auch die Kids anspricht oder wie ist denn das? Ja, es waren mehrere Auswahlkriterien. Also ein Hauptpunkt war sicherlich, dass das Unternehmen in gewisser Weise das Bundesland widerspiegelt und dass es auch irgendwie Regionalität fördert. Also
Ich war auch in Gesprächen zum Beispiel mit einem Schokoladenhersteller. Habe mir dann irgendwie gedacht, irgendwie passt das nicht. Natürlich, es gibt ein paar Schokoladenhersteller in Österreich, aber die Kakaobohne kommt einfach nicht von da. Irgendwie hat das nicht zusammengepasst. Also das war sicherlich ein Hauptkriterium. Aber auf der anderen Seite war es mir wichtig, dass das Unternehmen selbst auch dahinter ist. Also dass ich selber auch merke, okay, die haben auch wirklich Interesse daran und sehen nicht nur das Wirtschaftliche. Das ist auch ein Punkt, der mir persönlich einfach wichtig ist. Und ich gehe Kooperationen mit Unternehmen, mit Partnern, mit Sportvereinen nur dann an, wenn ich persönlich vor Ort war. Also das ist eine Grundregel bei mir. Ich muss jeden mal persönlich gesehen haben, bevor ich die Kooperation abschließe. Und wenn ich merke im Gespräch, das passt nicht oder das sind einfach andere Interessen da, dann gehe ich die Kooperation nicht an. Also das war ein wichtiger Punkt, dass ich halt auch merke, dass das passt. Bei den zentral gelegenen Bundesländern, also Oberösterreich, Steiermark, Salzburg, war mir auch wichtig, dass die Autobahnnähe irgendwie gegeben ist, falls Leute auf der Durchreise sind oder so. Also vielleicht ganz kurz noch, wir haben ein Ticket für Wien, Niederösterreich, Burgenland, ein Ticket für Steiermark und Kärnten und ein Ticket für Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Das heißt, ich sage mal, alle 9 Bundesländer sind in insgesamt 3 Tickets aufgeteilt. Und wenn jetzt beispielsweise ein Wiener im Sommer auf dem Wörthersee fährt, durch die Steiermark fährt, dann eine Woche am Wörthersee ist, war so ein bisschen der Hintergedanke, dass er am Weg eben in der Steiermark stehen bleiben kann, direkt in Autobahnnähe, sich den Partner anschauen kann, mit dem Auto weiterfahren kann, eine Woche dann dort Urlaub macht, vor Ort einen Tagesausflug macht und sich den Partner in Kärnten anschaut und dann halt wieder ganz entspannt heimfährt. Was machen wir denn mit denen, die mit dem Zug kommen oder mit dem Fahrrad? Das ist eine Sache, die durch die derzeitigen Regionaltickets sicher noch nicht abgedeckt ist. Durch das Sportticket, was sich nur auf Wien begrenzt, ist das, sag ich mal, kein Problem, weil da kann man eh alles mit dem Fahrrad oder öffentlich fahren. Und die neue Produktschiene, die eben ab Sommer kommt, berücksichtigt das schon etwas mehr. Wie bist du das dann auch angegangen mit den Gesprächen mit den Sportvereinen, mit den Unternehmen? Wie bist du da auch auf die Idee gekommen? Also ich sehe das auch so vor dem Hintergrund, was so ein junger Mensch, der noch in der Schule ist und den ganzen Matura-Stress hat und so, ja, und dann einfach sagt, okay, ich gehe jetzt zu den Stadien oder so. War das so einfach oder hat es da für dich auch ein paar Hürden gegeben? Das ist tatsächlich eine lustige Frage, weil der Unterschied zwischen Stadien, also Sportvereinen und Unternehmen enorm war. Bei den Sportvereinen war es so, dass wir, ich sage mal, das Produkt hatten wir alles in allem dann innerhalb von 1,5 Monaten aufgebaut und da lief alles problemlos. Also das war so, wir haben ein Mail an die Austria geschrieben, an Austria Wien. Die haben mit uns ein Treffen vereinbart, wir haben denen das vorgestellt, haben Feedback bekommen und dann gleich Kontakte von allen anderen Sportvereinen. Und wir sind von einem Sportverein zum nächsten gereicht worden einfach. Die haben gesagt, ja, passt, wir sind dabei. Cool wäre aber auch noch, wenn der und der Verein dabei ist. Kontaktdaten bekommen, hingeschrieben, haben gesagt, die zwei sind schon dabei, ihr werdet der Dritte, haben geschrieben, ja, treffen wir uns, passt, wir sind dabei. Cool wäre noch, wenn der und der dabei ist, wieder Kontaktdaten kriegt. Also wir sind durch das gesamte Sportnetzwerk eigentlich gereicht worden und auch bei den Verbänden. Also wir haben mit der Fußball-Bundesliga, mit der Basketball-Liga Austria, mit der Handball-Liga, also wir haben eigentlich mit jedem, der da irgendwie relevant ist, gesprochen. Und da sieht man vor allem in Wien, dass die Sportvereine sehr stark vernetzt sind. Also die kennen sich alle untereinander und das war ziemlich einfach da, sag ich mal, die Gespräche zu führen. Bei den Unternehmen war das ziemlich schwierig. Ja, teilweise lange auf Termine gewartet, und einfach ja, lang recherchieren müssen, bis wir auf die richtigen Unternehmen kommen.
Und was man da nicht vergessen darf, du hast es kurz angesprochen, wir waren zu dem Zeitpunkt noch in der Schule. Es war immer ein gewisses Risiko, wenn man einen Termin hat in irgendeinem anderen Bundesland und das irgendwie schief geht. Weil, wie ich kurz erwähnt habe, mir ist wichtig, dass ich jeden mal persönlich gesehen habe. Und jetzt habe ich beispielsweise ein Unternehmen in Vorarlberg recherchiert, was mich interessieren wird, habe mit denen einen Gesprächstermin vereinbart. Die Termine gehen natürlich nur unter der Woche, weil die halt auch alle Bürozeiten haben. Jetzt bin ich halt an einem Montag oftmals am Abend nach der Schule nach Vorarlberg gefahren, habe dann am Dienstag dort einen Termin gehabt, bin dann in der Nacht erst wieder zurückgekommen und war dann ab Mittwoch wieder in der Schule. Und das war nicht immer ganz lustig, weil halt immer so das Risiko war, ich fahre jetzt auf die andere Seite von Österreich und wieder zurück und es kann sein, dass ich überhaupt nichts abschließe. Und das als Schüler, weil wenn ich das hauptberuflich mache, okay, dann passiert das halt, dass ich manche Wege umsonst gehe, aber als Schüler im Matura, ja, tut das umso mehr weh, wenn halt sowas passiert. Das finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz beeindruckend. Also der Einsatz, den du gebracht hast und auch das Risiko dann, also ausgerechnet im Matura-Jahr, nicht? Und das war ja noch dazu das Corona-Matura-Jahr, nicht? Also mit ganz verschärften Bedingungen und so. Also das finde ich wirklich auch mutig. Und weil du jetzt da angesprochen hast, dieses Risiko, dass du da auch eingegangen bist, dass dann nichts rauskommt oder so, ist das dann oft passiert oder eh nicht? Na, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also die größere Herausforderung war immer, Termine zu bekommen bei den Unternehmen und sie zu überzeugen, dass man, sag ich mal, die Idee, das Projekt persönlich vorstellen darf. Aber wenn man so weit war, dass man persönlich vorbeikommen durfte, dann hat es meistens geklappt. Bei manchen, wo die Anreise nicht so lang war, wie beispielsweise Oberösterreich, habe ich es ab und zu so gemacht, dass ich zwei, drei Partner an einem Tag getroffen habe und mich dann entschieden habe, dass ich ganz sicher gehe, dass ich wirklich nur einmal dorthin muss, und dass das dann erledigt ist. Dein jugendliches Alter, ob das eher hilfreich war dann bei den Gesprächen bei den Unternehmen oder nicht? Diese Abwechslung zwischen Schule und Unternehmen war ziemlich lustig, weil da gab es Wochen, da bin ich, weiß nicht, 2 Tage wie der bravste Schulbub halt in der Schule gesessen und habe einfach nur zugehört. Und 2 Tage später, übertrieben gesagt, bin ich beim Hillinger gesessen und habe mit dem um Preise verhandelt. Oder habe ihm gesagt, was wir von ihm erwarten, dass er auf seinen Social Media Kanälen über uns postet. Und dann auch diese ganzen Kooperationen sind durch, ja, fünfseitige Kooperationsvereinbarungen gesichert. Das war auch immer ganz aufregend. Weiß nicht, machst du eine Mathe-Hausübung, irgendein unter Anführungszeichen lächerliches Beispiel, und 2 Stunden später schickst dem Leo Hillinger oder Austria Wien eine Kooperationsvereinbarung, wo es darum geht, dass du eine Flyer-Aktion im Fußballstadion machen darfst und was weiß ich alles. Also das ist schon ein bisschen verrückt teilweise. Zu der Frage, ob das jugendliche Alter ein Vor- oder Nachteil war, ich würde sagen, jein. Also auf der einen Seite wird einem einiges verziehen, wenn nicht alles immer so professionell ist, wenn irgendwas länger dauert und so weiter. Vor allem, wenn man noch in der Schule ist und sagt, man macht das nur nebenbei. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass man teilweise nicht komplett ernst genommen wird. Also da sagen dann halt oft manche Partner, ja, okay, wir sind dabei, probier es halt einmal. Uns ist wurscht, ob es funktioniert oder nicht. Du kannst ruhig deine Erfahrung sammeln, wir unterstützen dich dabei und schauen wir mal einfach, was passiert. Auf der einen Seite natürlich nimmt das ein bisschen Druck, wenn man weiß, okay, die machen dich nicht komplett fertig, wenn das nicht so aufgeht wie gewünscht. Aber auf der anderen Seite bin ich so, dass ich einfach ernst genommen werden möchte und nicht aufgrund meines Alters irgendwelche Vorteile haben möchte. Also mir ist lieber, es fährt einer über mich drüber und sagt mir ehrlich, was er denkt, als dass er sagt, ja, du bist noch so jung und das passt schon. Und was hat denn das mit dir gemacht? Hat dich das irgendwie angespornt, so dass, na warte mal, denen zeige ich es jetzt? Oder wie war so deine innere Reaktion drauf?
Grundsätzlich ja, und dann kam halt die Corona-Pandemie, die mich eher zurückgeworfen hat als sie, also ja. Aber ganz generell, wenn ich Kritik kriege, wenn ich irgendwie blöde Nachrichten kriege, wenn ich nicht ernst genommen werde, sowas spornt mich enorm an. Also Okay. das ist fast das Beste, was mir passieren kann, weil Lob interessiert mich fast nicht, weil da denke ich mal, okay, ja, natürlich ist es Bestätigung oder so, aber ich beweise lieber Leuten das Gegenteil oder überrasche lieber und ja, sowas spornt mich enorm an, wenn irgendwie sowas passiert. Ja. Da könnte ich mir ja vorstellen, dass einige schon ziemlich große Augen dann gekriegt haben, ne? Dass du das wirklich so durchgezogen hast und da doch schon einiges auf die Beine gestellt hast. Ne? Ja, das hören wir immer wieder und also höre ich immer wieder und da gab es auch im Zusammenhang mit dem Unternehmen ein paar lustige Dinge, die ich gemacht habe, wo auch Leute gedacht haben, dass man das so nicht durchziehen. Also wir haben, vielleicht ist das auch eine ganz interessante Geschichte. Wir haben im ersten Lockdown eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil wir eigentlich gewusst haben, passt, für die nächsten Wochen wird da nichts verkauft werden. Wir haben trotzdem unsere Fixkosten wie Versicherung, Website, was weiß ich. Und ich habe dann eine Crowdfunding-Kampagne oder ja, Spendenaktion gestartet. Und habe einfach ganz frech so gesagt, mein Ziel ist es, 800 € zusammenzubekommen. Und ich gehe pro Euro, der gespendet wird, einen Kilometer von Wien Richtung Tirol. Okay. Ich war damals noch, wir waren damals noch zu zweit, mein bester Freund war damals noch im Unternehmen und wir haben gesagt, also die Distanz Wien-Tirol, die wir vorgehabt haben zum Gehen, sind 400 Kilometer. Und wir haben eben gesagt, wenn wir beide diese Distanz gehen, sind es halt in etwa 800 Kilometer. Und wenn wir 800 € zusammenbekommen, gehen wir tatsächlich diese Distanz. Und im Endeffekt sind 2.500 € zusammengekommen. Und wir haben uns selber gedacht, Scheiße, jetzt müssen wir gehen. Warum waren wir so deppert und haben einfach geredet? Und das gibt's ja nicht. Und wir haben halt das einfach mal, sag ich mal, so ja, mutig rausgeblasen. Wir haben einfach gesagt, wir gehen halt nach Tirol und haben uns nichts dabei gedacht und haben uns auch nicht gedacht, dass wir die Spendensumme zusammenkriegen. Und ja, und dann auf einmal, Tag für Tag wird das immer mehr, immer mehr, immer mehr, im Endeffekt 2.500 € und dann haben wir eh gewusst, Scheiße, jetzt müssen wir gehen. Und dann haben wir eigentlich erst zum Planen begonnen und zum Überlegen begonnen, wie das gehen könnte, was wir dazu brauchen. Und da haben auch die Leute gesagt, und wir haben uns das auch lustigerweise am Anfang selber gedacht, wir haben uns gesagt, geh bitte, das ist ja gar nicht möglich. Und im Endeffekt haben wir es durchgezogen. Wir sind das in 10 Tagen gegangen und laut Empfehlungen von Pilgern und so geht man die Distanz in 18 Tagen. Also wir sind fast doppelt so Das schnell gegangen. grenzt. Ja, wir sind grand, ja, kann man sagen. Und seid ihr dann noch weitergegangen bis, ich denke mal, das geht sich ja wahrscheinlich bis Frankreich aus oder so, die 2.500 Kilometer. Oder ist Tirol dann der Nein, wir haben Endpunkt? gesagt, Tirol ist das Ende, egal wie viel Geld da noch zusammenkommt. Erstens ist es zeitlich gar nicht ausgegangen, dass wir da mehr gehen. Und andererseits, ja, irgendwann reicht es dann auch. Und wir waren auch nach den 10 Tagen, das klingt jetzt alles so lustig und cool, aber wir waren nach den 10 Tagen oder eigentlich schon nach dem zweiten Tag ziemlich am Ende. Und haben Auf, echt oft Momente gehabt, wo wir nicht gewusst haben, ob wir das durchhalten. ja. Habt ihr also diese Strecke nach Tirol auch in irgendeiner Form genützt, um das zu dokumentieren oder Social Media mäßig? Ja, wir haben tatsächlich sehr, sehr wenig mitbekommen von der Umgebung, von, weiß nicht, wir haben fast nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Also wir sind wirklich gegangen, 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 ins Hotel kommen, haben uns verarztet, waren essen, schlafen, aufstehen, wieder gehen. Also das ist so eine Sache, wo ich im Nachhinein sage, ich würde vielleicht die Wanderung wieder machen, aber würde mir die doppelte Zeit nehmen, dass ich einfach
bisschen was aus der Umgebung und so wahrnehmen. Das Einzige, wozu wir die Strecke genutzt haben, ist, um Combi-Ticket Austria-Sticker anzubringen. Also man findet sicherlich alle paar Kilometer ein Combi-Ticket-Sticker. Mit dem Wald, oder wie? Im Wald, auf Verkehrsschildern. Ich sollte es, glaube ich, auch gar nicht so erzählen, wo die überall blicken. Aber theoretisch könnte man, glaube ich, unsere Strecke ziemlich genau nachgehen, so wie bei Hänsel und Gretel, die Körner da, glaube ich, gestreut haben, haben wir halt den ganzen Weg mit Stickern dokumentiert. Und lustigerweise war mein jetziger Vorgesetzter bei meinem freiwilligen Umweltjahr kurz danach in Tirol spazieren und hat einen unserer Sticker gefunden. Also, tatsächlich, ist ja unglaublich. Ja. Das bringt uns jetzt ein bisschen in die Gegenwart. Du hast gerade das Freiwillige Umweltjahr erwähnt. Das heißt, das machst du jetzt gerade. Ja, ich mache seit September mein Freiwilliges Umweltjahr bei IFTE, also einem Bildungsverein, der sich auf Entrepreneurship Education spezialisiert hat. Bin da noch bis Ende Juni. Mhm. Mir taugt es halt enorm. Vor allem ist es so, dass man sich alles sehr gut einteilen kann. Ich habe halt hier 35 Wochenstunden zu absolvieren, aber kann mir die grundsätzlich frei einteilen. Also es gibt Tage, wo ich 4 Stunden arbeite, es gibt Tage, wo ich 12 Stunden arbeite. Und das ist halt optimal in Verbindung mit dem eigenen Unternehmen, weil man sich da so die Termine sehr gut richten kann. Du hast ja schon die neue Produktschiene angesprochen. Was wird die Zukunft bringen? Kannst du uns da schon genaueres verraten? Ab Juni eine Art digitale Österreich-Karte geben, wo man sich individuell Kombi-Tickets zusammenstellen kann. Also es wird eine große Auswahl an Museen, Restaurants, Hotels, Burgen, Bergbahnen und was auch alles immer vorhanden sein. Und zwar das eigentlich in ganz Österreich und man kann sich dann so individuell wirklich das Kombi-Ticket zusammenstellen. Es gibt natürlich schon Kombi-Tickets und ähnliche Produkte, die sehr viele Ausflugsziele beinhalten, aber die wenigsten oder eigentlich keins, was mir einfällt, ist überregional und so individuell, wie wir das ab Sommer gestalten werden. Also das Ziel ist sozusagen, dass man dann für einen Tag in Wien sich genauso ein Kombi-Ticket zusammenstellen kann wie für eine Woche Österreich-Urlaub. Mhm. Also ich kann mir dann, weiß ich nicht, für ein Date in Wien ein Kombi-Ticket zusammenstellen, was aus einer Stadtführung, einem Abendessen und vielleicht einer Bootsfahrt auf der Donau besteht. Und dann kann ich mir aber auch wiederum ein Kombi-Ticket zusammenstellen, wenn ich eine Woche in Tirol bin, wandern gehen möchte und in mein Kombi-Ticket halt Bergbahnfahrten reingebe und Restaurantbesuche und andere spannende Dinge. Das ist ja super spannend. Da stellt sich jetzt bei mir so ein bisschen die Frage nach dem ganz Konkreten, weil wenn ich Ticket höre, dann denke ich irgendwie so an was zum Abreißen oder so. Ja? Aber das geht natürlich bei so komplexen Dingen nicht. Wie schaut denn so ein Kombi-Ticket eigentlich aus? Die Regionaltickets und das Sportkombi-Ticket, die sehen halt wirklich so aus. Das ist ein A6-Gutscheinheft, wie man es von Supermärkten gewohnt ist, wo man Gutscheine drin findet, das ist halt wirklich eigentlich genauso. Das passt genau in einen Brief rein, das wird versendet. Da sind ein paar allgemeine Informationen, wie Geschichte über uns und so drin, aber dann eben auch die Gutscheine für die Unternehmen. Das ist beispielsweise der Gutschein für Leo Hillinger. Das heißt, man fährt dann wirklich zu Leo Hillinger ins Burgenland, sagt, man möchte heute eine Führung vor Ort machen, reißt den Gutschein ab und kann die dann machen. Also so ist es mit den vorgefertigten Tickets. Die sind halt wirklich, sag ich mal, noch in physischer Form. Ja. Bei der neuen Produktschiene, bei dieser Österreich-Karte, ist es so, dass man sich die Leistungen online bei uns zusammenstellt. Die gesamten Leistungen plus eine kleine Bearbeitungsgebühr für uns, an der wir eben verdienen, bezahlt. Und man kriegt dann sofort nach Bezahlung per Mail ein PDF, wo alle Gutscheine vorhanden sind. Also da gibt es eine Bestellübersicht, weiß nicht,
dass 5 Gutscheine, 5 Eintritte gebucht wurden und dann sind angehängt wirklich Gutscheine, mit denen man vor Ort gehen kann und vor Ort einlösen kann. Das klingt jetzt so, als wäre das dann technisch alles voll automatisiert. Ist das so? Also du sitzt nicht du und schneidest das PDF zusammen. Das macht deine volle Website dann den Workshop, oder wie? Das ist auch eine ganz, ganz lustige Frage. Ich bin technisch gesehen wahrscheinlich eine der unbegabtesten Personen, die ich selbst kenne. Und ich habe mir gedacht, bis gestern, dass ich das so machen werde. Bis gestern war der Plan noch so, dass ich alles händisch machen werde, alles händisch verpacken muss. Und bis gestern dachte ich auch noch, dass ich diese Gutscheine dann per Post verschicken werde. Bis ich dann gestern bei 2 Jungs war, die auch mal eine Zeit lang mit mir in der Schule waren und die auch gerade Unternehmen gegründet haben und sich eben auf die Programmierung von Webseiten spezialisiert haben und die mir eben freundlicherweise die ganze neue Website machen werden und mich dann ein bisschen aufgeklärt haben, dass ich das eigentlich alles voll automatisieren könnte, beziehungsweise dass sie mir das alles voll automatisieren. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, dann machen wir das so. Das heißt, seit gestern ist es fix, dass das alles voll automatisch ist und dass ich viel weniger Aufwand haben werde, als ich gedacht habe. Na, das klingt doch super, weil weißt du, was ich mir jetzt schon dazu denke? Also da kann ich quasi meine Kommentierfunktion, meine Geistige nicht ganz ausschalten. Wenn du das alles händisch gemacht hättest, das ist ja aufwendig und zeitaufwendig. Nicht? Also das hätte dein mögliches Wachstum ja sehr beschränkt und das, was du quasi an Umsatz auch machen kannst dadurch. Nicht? Also ja super, das ist ja wunderschön, wenn du da so eine feine Möglichkeit gefunden hast. Und weil du auch schon angesprochen hast, so kurz, woran du quasi verdienst oder so, erzähl doch noch ein bisschen über das Businessmodell im engeren Sinn. Ja, es ist so, dass es ist eigentlich ziemlich einfach. Also ich erhalte halt von allen Partnern eine Ermäßigung auf den Originaleintrittspreis. Den verhandle ich eben, bevor die Kooperation abgeschlossen wird, aus. Das heißt, in den Gesprächen wird der Eintrittspreis ausverhandelt, den sie mir gewähren können. Ich summiere diese Eintrittspreise zusammen, schlage eine Marge drauf, an der ich eben verdiene. Die ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Bei den Regionaltickets ist die etwas kleiner, beim Sportticket ist die recht groß. Und der Kunde zahlt bei mir alle Leistungen und ich rechne dann monatlich bzw. quartalsweise mit den Partnern ab. Also es ist dann so, dass ich den Partnern sage, weiß nicht, das Ticket, wo ihr beinhaltet seid, wurde 7-mal gekauft. Ihr kriegt dafür so und so viel Euro. Bitte schickt mir eine Ausgangsrechnung. Ich kriege daraufhin dann eine Ausgangsrechnung, die ich halt für die Buchhaltung brauche und überweise dann sofort das Geld. Also das läuft eigentlich alles ziemlich problemlos. Und was man dazu sagen muss, ist, dass das Angenehme ist, dass ich eigentlich nie in Vorleistung gehe oder irgendwie großartig Geld investieren habe müssen. Ich habe halt den Druck der Tickets bezahlt, aber ansonsten wird immer erst abgerechnet, wenn ich auch das Geld erhalten habe vom Kunden oder der Kundin. Okay. Du hast vorher kurz was erwähnt, dass das eigentlich nicht dein erstes Projekt ist, wenn ich das richtig gehört habe. Was hast du denn bereits noch gemacht? Was hattest du noch für Ideen oder hast sie immer noch? Das bekannteste Projekt, was ich gehabt habe, hat Receive geheißen, wenn man also auf Deutsch erhalten. Wenn man das auf Google eingibt und meinen Namen dazu, sollten, glaube ich, auch noch ziemlich viele Medienberichte drüber kommen. Und zwar habe ich 2 Jahre lang an einer digitalen Lösung gearbeitet, Rechnungen im Handel aufs Handy empfangen zu können. Und zwar vielleicht ganz kurz der Hintergrund, ich glaube 2016 war es, dass die Registrierkassenpflicht eingeführt wurde.
Und mit der Pflicht verbunden wurde auch die Belegerteilungspflicht eingeführt. Das heißt, rein rechtlich ist es so, dass das Geschäft die Rechnung im Kunden aushändigen muss. Jetzt, wenn man sich das in der Praxis ansieht, und ich habe auch eine Zeit lang im Supermarkt gearbeitet, ist es halt so, dass der Kunde zahlt und sagt, ja, Rechnung kannst du behalten oder brauche ich nicht, was weiß ich. Die Rechnung wird aber derzeit trotzdem automatisch gedruckt. Das heißt, eine Standardhandlung von einer Verkäuferin oder Verkäufer ist, er nimmt die Rechnung, haut sie im Papierkorb. Am Ende des Tages, wenn man sich das auf ganz Österreich hochrechnet, sind das halt mehrere Tonnen an Papier, die da verschwendet werden. Also es ist sehr unökologisch. Und was da hinzukommt, ist, dass dieses Papier, was da verwendet wird, dieses Thermopapier nochmal, sag ich mal, ungesünder ist und problematischer ist als normales Papier und auch noch sehr teuer ist. Also das sind mehrere Faktoren. Und ich habe mal gedacht, man kann heutzutage mit dem Handy, mit der Karte kontaktlos, was weiß ich, bezahlen. Aber es ist nicht möglich, dass man die Rechnung digital aufs Handy kriegt. Und dann habe ich halt da länger überlegt und Konzepte ausgearbeitet. Und ja, die Idee wäre halt gewesen, dass man das genauso wie man kontaktlos bezahlt, dass man mit derselben Funktion, sage ich mal, die Rechnung aufs Handy bekommt. Und Rein rechtlich wäre das auch erlaubt, aber es gab halt einige technische Hürden, die ich nicht überwunden habe können. Ich war jetzt eh ganz überrascht, weil du gesagt hast, du hältst dich für technisch so unversiert, Ja, dass das, du ich, dann so ein technisches Projekt ausgewählt hast. ja, ich habe einerseits mit einem HTL-Schüler zusammengearbeitet, und andererseits bin ich im Endeffekt eh an der technischen Umsetzung gescheitert, also da Okay, sieht man eh auch wieder. super Idee an und für sich. Ist das inzwischen schon umgesetzt? Gibt es das? Hat es irgendjemand anderer gemacht oder? Ich lese und höre in regelmäßigen Abständen, dass der und der jetzt das umgesetzt hat. Und ich kriege auch immer wieder von Freunden, die mich damals intensiv verfolgt haben, Berichte zugeschickt, dass jetzt, weil nicht, das endlich am Markt erschienen ist und was weiß ich. Also höre ich wirklich regelmäßig, aber ich habe es noch nirgends gesehen oder so. Also dürfte es noch nicht so umgesetzt worden sein, dass es irgendwie flächendeckend oder so funktioniert. Ja, sehr spannend. Und war dann noch was in deiner Es war Vergangenheit? noch was, aber das würde ich vielleicht nochmal angehen, wenn Kombi-Ticket, sage ich mal, wenn die Produktplanung und Produkterscheinung von Combi-Ticket abgeschlossen ist, gehe ich vielleicht das Projekt nochmal an, aber das würde ich jetzt noch geheim halten. Okay, verstehe. Aber das heißt, du würdest dich auf ein zweites Unternehmen quasi einlassen, oder? Auf ein zweites oder irgendwie, was sich verbinden lässt. Also es ist, diese Sache, ich kann ein bisschen was verraten, diese Sache wäre ein Getränk und das könnte man vielleicht als Marketinggeschenk entwickeln oder so. Also ich würd jetzt nicht ein komplett neues Unternehmen aufbauen oder nicht in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, vielleicht danach, aber nicht in naher Zukunft. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich eine begrenzte Auflage mache, die ich dann irgendwie als Goodie oder Marketing-Gag dazu anbiete. Oder auch in einer Art Kombination mit diesen Kombi-Tickets, in einer Art Geschenkkorb. Das hatte ich zu Weihnachten. Seit Weihnachten gibt es das, also zu Weihnachten habe ich das gestartet. Gibt es, wie gesagt, seit Weihnachten jetzt dauerhaft Geschenkkörbe. Für jeden Anlass. Da sind halt Produkte von österreichischen Unternehmen drin und die Basis sind halt immer 2 Regionaltickets nach Wahl. Also das ist halt perfekt zum Weiterschenken. Und da wird halt dieses Getränk, was ich eventuell mal andenke umzusetzen, auch, glaube ich, gut reinpassen. Okay.
Du, und das klingt ja auch fast so, als hättest du schon deinen Blick auch weiter noch in die Zukunft gerichtet. Also hast du auch längerfristige so Entwicklungspläne für Combi-Ticket Austria? Auf jeden Fall. Es ist halt so, dass ich sage, mit dieser neuen Produktschiene, mit der individuellen, entsteht eine Produktschiene, die immer dynamisch bleibt. Wenn ich sage, das Ziel ist halt da, weiß nicht, 300, 400 Ausflugsziele österreichweit oder noch mehr dabei zu haben. Also ich sage mal, das bleibt so und so immer dynamisch. Da ist es halt einmal so, dass Partner ausscheiden, dass neue Partner wieder dazukommen und so weiter. Das wird sich eh immer weiterentwickeln. Und von den vorgefertigten Tickets, sage ich mal, sind auch grenzenlose Ideen da. Mein Hauptticket soll trotzdem noch dieses Sportkombi-Ticket bleiben. Und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, in anderen Landeshauptstädten oder in anderen Bundesländern umzusetzen. Das ist halt, wie gesagt, derzeit nur für Wien. Aber ich könnte mir das auch vorstellen für Innsbruck, Oberösterreich und Salzburg oder so umzusetzen. Und dann je nach Nachfrage. Also wenn jetzt wer auf mich zukommt, also ich bin für jede Art von Kooperation offen. Wenn jetzt, weiß nicht, eine Vereinigung aus Bierliebhabern auf mich zukommt und sagt, hey, wir hätten gern was und würden gern jede Brauerei in Österreich besuchen, bringe ich vielleicht eine Limited Edition Brauereiticket raus, wo man dann in ganz Österreich Brauereien besuchen kann. Also vielleicht gibt es dann so lustige Tickets oder auch für einzelne Ortschaften. Da gab es auch schon mit einem Salzburger Ort ein Gespräch, dass man für die Ortschaft ein Ticket rausbringt, was halt dann die Bürger nutzen können, aber auch eventuelle Touristen. Natürlich viele Regionen haben schon solche Tickets und Regionalkarten und was weiß ich, aber manche Ortschaften haben das noch nicht und ich wäre auch bereit, in Kooperation mit anderen sowas umzusetzen. Du hast ja eingangs erwähnt, da viele Leute die Diplomarbeit einfach nur so machen und sonst nichts drumherum. Das heißt, der Weg, den du gegangen bist, ist ja jetzt nicht unbedingt das, was jeder macht. Ja. Jetzt würde mich interessieren, hast du eine Ahnung, wo das eigentlich bei dir herkommt? Also dieser Drang, auch wirklich Dinge umzusetzen und ich sage jetzt auch einmal, weiß nicht, ob du das so wahrnimmst, aber aus Sicht von außen, so der Mut auch, dich auf das einzulassen. Wo nimmst du das her? Ich glaube von unterschiedlichen Quellen und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man da mehrere Quellen hat, aus denen man Mut schöpfen kann. Und ich glaube auch, dass es da wichtige Faktoren gibt, dass man vielleicht so mutig sein kann, dass man einfach ein Background, ein Umfeld hat, wo man auch scheitern darf, auch das gehört dazu. Also das klingt immer alles so lustig, schön und traumhaft und als würde immer alles funktionieren. Also das ist absolut nicht der Fall. Und also das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach ein gutes Umfeld hat, dass man zum Thema Scheitern eigentlich irgendwie positiv dazu steht. Und grundsätzlich kommt der Drang viel aus meiner Handelsakademie-Zeit. Ich hab da einen Zweig mit Entrepreneurship-Schwerpunkt besucht, wo wir halt, sage ich mal, im positiven Sinne gedrillt wurden, aktiv zu werden, umzusetzen, zu gestalten. Also da kommt sicher ein Großteil davon, aber auch von mir selber und auch ein bisschen vielleicht von meinen Eltern. Das heißt, deine Eltern haben dich auch auf dem Weg unterstützt und es gut gefunden, dass du das machst und dir dieses schützende Umfeld quasi geboten. Auf jeden Fall und es ist ganz lustig, weil mein Vater ist Arzt und hat vor 5 Jahren, glaube ich, oder vielleicht ist es schon ein bisschen länger her, hat eine eigene Ordination bekommen und wurde dann eigentlich von einem Tag auf den anderen auch selbstständig. Das heißt, dass der Austausch immer ganz lustig ist, weil er mich dann um Tipps fragt und
Das heißt, er macht auch, sage ich mal, ein bisschen so diese Entwicklungsschritte durch und ist, weiß nicht, halt 25 Jahre älter als ich. Aber das ist auch ganz lustig, dass der halt auch, sage ich mal, das Ganze halt zu einem viel späteren Zeitpunkt, aber auch alles genauso irgendwie durchmacht. Man tauscht sich da auch immer aus. Du hast ja auch erwähnt, es ist nicht immer lustig, man stellt sich das vielleicht so vor, also ich glaube, die meisten Leute stellen sich ja nicht so vor, darum trauen sie sich auch nicht drüber, aber es ist so schön, also beim Future Talk eben mit jungen Leuten zu sprechen, die sich sehr wohl drüber trauen und dann tolle Dinge umsetzen. Aber natürlich ist es nicht immer lustig und es gibt Hürden und Hindernisse und so weiter. Und was ich so spannend finde auch ist, weißt du, es gibt Leute, die jammern dann und die erzählen dir immer über alles, was nicht funktioniert. Und es gibt die erwähnen das fast nicht, ja, so wie du zum Beispiel. Ne? Und da würde mich jetzt auch interessieren, also in den Situationen, wo es schwierig war, wo Hürden und Hindernisse waren, was hat dir denn da geholfen? Wie bist du da damit umgegangen? Was hat dich weitergebracht, weitergezogen? Ich bin echt kein Fan vom, oder mir ist der ziemlich wurscht, vom Richard Lugner. Aber ich habe einmal einen Satz von ihm gehört und der geht mir nicht mehr aus dem Kopf und der stimmt auch. Wenn es nicht läuft, musst du einfach umso härter arbeiten. Und es ist einfach so. Also das kann ich so unterschreiben. Ja, es gibt manchmal äußere Einflüsse, warum etwas nicht läuft. Und auch die Pandemie jetzt kann man persönlich, sag ich mal, nicht viel dafür. Aber das sind meistens nicht die einzigen Gründe, warum es nicht läuft. Also wenn etwas nicht läuft oder nicht nach Plan läuft, dann muss man einfach auch auf sich selber schauen oder schauen, was man ändern kann oder was man mehr machen kann, damit es läuft. Also das ist sicherlich eine Sache, dass man einfach, sag ich mal, ja, einfach weiter dran arbeitet, weiter Energie reinsteckt und vielleicht sogar mehr Energie reinsteckt als jemals zuvor. Vielleicht auch eine andere, ne? Also die Dinge auch anders anzuschauen oder anders anzugehen oder so. Ja, eventuell auch offen mit Leuten darüber reden. Ich weiß es von einigen, dass sie sich dann nicht irgendwie trauen, das anzusprechen, dass bei ihnen das absolut nicht funktioniert. Auch das ist, glaube ich, eine Sache, dass man vielleicht zu erfahrenen Leuten geht oder zu Leuten geht, bei denen es läuft und sich dort einfach Feedback holt oder Verbesserungsvorschläge holt. Das heißt, man muss nicht immer der coole Checker sein, der alles drauf hat und alles weiß, und sondern im Gegenteil. Ja, also auch ja, finde ich nicht. Es kommt halt auch auf die Situation drauf an, wenn ich jetzt heute bei dem Interview oder beim Wettbewerb auf die Bühne komme und sage, ja, es ist alles scheiße, es läuft überhaupt nicht und so. Da wäre es unvorteilhaft, glaube ich, aber in den richtigen Momenten, glaube ich, kann man ruhig einfach, ja, offen sein und einfach die Dinge ansprechen, wie sie sind. Mhm. Du hast vorher auch das Scheitern angesprochen, dass man eine positive Einstellung zum Scheitern haben muss. Das klingt jetzt vielleicht für viele Menschen auch wie ein Widerspruch, weil viele Scheitern ist was ganz Negatives oder so. Kannst du da ein bisschen was noch dazu sagen? Wie ist das? Wie tut man da, wenn man eine positive Einstellung zum Scheitern hat? Wie erlebst du das im Alltag oder was tust du da? Scheitern ist eine Sache, die einfach ganz grundsätzlich dazugehört. Es ist halt ganz kurz, weil sich vielleicht ein paar Leute dann denken, ja, der redet groß, das ist irgendein junger 20-Jähriger, der kennt Scheitern nicht. Es kommt halt immer darauf an, wie man scheitert. Wenn man, weiß nicht, wirklich mit einem Unternehmen scheitert, wo man in der Aufbauphase 2 Millionen reinbuttert hat, und dann, weiß ich nicht, irgendein Patent nicht funktioniert oder irgendwer das Produkt schneller rausbringt. Ja, ist sicherlich eine andere Situation, aber ich glaube auch, dass man aus solchen Situationen was Positives mitnehmen kann. Und das ist eben die wichtige Sache beim Scheitern, dass man eben das Positive draus mitnimmt, dass man vielleicht hinterfragt oder ganz sicher hinterfragt,
warum es dazu gekommen ist. Also, dass man vielleicht die Gründe hinterfragt, aber dass man nicht hinterfragt, warum man jetzt in der Situation ist. Also ich sage immer, alles hat in gewisser Weise irgendeinen Sinn und Zweck, und manchmal erfahrt man es nie, manchmal erfahrt man es erst später. Also ja, einfach die Situation annehmen, wie sie ist, und einfach versuchen, daraus zu lernen und eventuelle Fehler, die leicht zu vermeiden sind, analysieren und diese halt nicht mehr machen. Ich habe mit einem Piloten, der gerade eben gekündigt wurde, aufgrund der Pandemie natürlich nichts zu tun, habe ich auch über das Thema geredet. Und ich habe ihm gesagt, ja, natürlich ist es scheiße, wenn man scheitert und wenn man dann ganz unten irgendwo ist und Job verloren hat und was weiß ich. Aber wenn man da wieder rauskommt, geht es einem besser als je zuvor. Vielleicht nur so gedanklich die Frage, wie ging es dir nach einer überstandenen Krise? Eigentlich geht es dir immer besser als davor. Und das Zweite auch, dass es das Leben ist. Auch wenn es so deppert klingt, aber das ist einfach unser Leben. Unser Leben ist ein Auf und Ab, und ja, man wünscht sich nur Hochs, aber ein Leben mit nur Hochs ist trotzdem irgendwie langweilig. Also auch wenn ich das jetzt wieder aufs Unternehmen kurz umlege, ich habe es gesagt, die Situation ist nicht immer einfach, und die derzeitige Situation heute in der Pandemie ist auch nicht einfach, jetzt im Moment für mich. Aber wenn alles super laufen wird und es seit März 2020, seit der Unternehmensgründung, nur bergauf gehen wird, wüsste ich nicht, ob ich mir noch sicher bin, ob ich das in 5 Jahren so mache. Weil dann würde ich mir denken, okay, ja, das geht eh immer nur bergauf, das ist irgendwie langweilig, das ist irgendwie keine Herausforderung, dann steige ich aus in einem Jahr. Okay. Also ich glaube auch, dass Scheitern Dinge spannend machen kann. Mhm. Konstantin, was macht dir Mut? Ja, einige Personen. Mhm. Also ich glaube, dass nahezu jeder in gewisser Weise eine Art Vorbild oder Vorbilder hat, zu denen man aufschaut, von denen man was mitnehmen kann. Ich glaube, aus solchen Personen kann man Mut schöpfen, oder ich kann das zumindest. In der Tätigkeit im freiwilligen Umweltjahr schöpfe ich auch immer wieder Mut, weil ich da halt vor allem mit Schülerinnen und Schülern zu tun habe, wo ich sehe, die, weiß ich nicht, 14, 15, 16 sind, wo ich sehe, hey, da kommt eine coole Generation nach, kommen coole Ideen nach. Was mir Mut macht, sind andere Personen, von denen man sich inspirieren lassen kann. Weißt du, wie es mir geht, gell? Wie du gesagt hast, die jungen Leute, die tolle Ideen haben und so, ja, das ja. Ist genau der Grund, warum ich auch dieses Let the Future Talk mache. Du, und die naheliegende Frage ist ja auch, wofür brauchst du Mut? Um tätig zu sein. Ganz kurz gesagt, um tätig zu sein. Also ich bin lustigerweise eine Person, die sehr, sehr ungern telefoniert, aber leider viel telefonieren muss in meiner Tätigkeit. Ich muss vor jedem Telefonat fast so ein bisschen Mut fassen, dass ich sage, ja, okay, ich schaffe das. Und diese Telefonate sind aber notwendig, dass ich, sag ich mal, mein Unternehmen so führen kann und die ganzen Kooperationen so abwickeln kann. Also es ist nun mal so, dass ich an einem normalen Tag einfach mehrmals telefonieren muss. Und Mut braucht man auch dazu, um innovativ zu sein, um Neues zu gestalten, um Neues zu probieren, weil wenn ich Dinge nachmache von Leuten, die es schon gibt, oder ja, einfach in meiner Komfortzone bleibe, dann dazu brauche ich keinen Mut. Mut brauche ich, wenn ich was Neues entwickle, wenn ich aus meiner Komfortzone rauskommen muss. Für diese Dinge brauche ich Mut, also wenn ich gestalte, wenn ich was Neues entwickeln möchte. Okay. Konstantin, gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, über das du aber gern sprechen würdest? Irgendwas, was wir noch nicht berührt haben? Ja, vielleicht die nächste bevorstehende Wanderung.
Ja, Ich hab ein Thema, was damit zusammenhängt, schon kurz angesprochen, und so diese Geschenkboxen, die ich seit Weihnachten im Angebot habe. Und ja, vielleicht erzähle ich kurz, wie es zu der Geschichte gekommen ist und was ich nun in Bezug auf Wandern wieder vorhabe. Ich habe mal gedacht, irgendwie Weihnachten ist so ein bisschen die einzige Möglichkeit jetzt für die nächsten Wochen wieder die Tickets gescheit an den Mann zu bringen, weil die nächsten Lockdowns folgen werden, weil die Leute nichts unternehmen können. Aber zu Weihnachten eignet sich das eigentlich gut als Geschenk, weil man hat im Grunde 2 Jahre Zeit, diese ganzen Gutscheine einzulösen. Deswegen habe ich mir gedacht, das eignet sich gut. Und es wäre sicherlich gut, wenn man das wieder mit einer Aktion verbindet. Und ja, und dann war es so, dass ich in der Weihnachtszeit sogenannte Xmas-Boxen entworfen habe. Ich habe dazu mehrere österreichische Unternehmen angefragt, ob sie bereit wären, Produkte zu sponsern, damit ich auch auf kleinere österreichische Produkte aufmerksam mache, die auch jetzt in schwierigen Situationen stecken. Da haben sich eigentlich einige Unternehmen gefunden und ich habe dann eben 24 Xmas-Boxen entworfen. Die Basis waren immer 2 Regionaltickets nach Wahl plus diese ganzen Produkte dieser österreichischen Hersteller. Und ich habe gesagt, dass diese Boxen eben streng limitiert sind und dass ich pro verkaufter Box 1 Stunde um den Wienerwald 10 Niederösterreich zu Fuß gehen werde. Und ich habe gesagt, also passend zu Weihnachten 24 Boxen. Wenn alle Boxen verkauft sind, sind das automatisch 24 Stunden. Das heißt, ich würde, wenn ich ausverkauft bin, 1 Stunde um den Wienerwald 10 Niederösterreich gehen. Habe natürlich wieder groß geredet. Tatsächlich ist auch diese Aktion, sage ich mal, erfolgreich verlaufen. Ich habe also alle 24 Boxen im Endeffekt verkauft. Und ja, Wettschulden sind nun mal Ehrenschulden. Das heißt, ich werde jetzt von 1. auf 2. Mai tatsächlich 24 Stunden um den Wienerwaldsee in Niederösterreich gehen. Vielleicht ein paar Details noch zur Wanderung. Der Wienerwaldsee in Niederösterreich hat halt so eine Runde herum, die hat circa 4,2 Kilometer. Das heißt, ich werde innerhalb dieser 24 Stunden 24 bis 25 Runden gehen. Auch das ist eine Herausforderung, weil wenn man von Ort A nach B geht, ist es immer ein bisschen einfacher, als wirklich nur stundenlang im Kreis zu gehen. Aber ich habe gesagt, wenn eine Herausforderung, dann eine gescheite Herausforderung. Also wie gesagt, ich werde pro Stunde etwa eine Runde gehen. Das Ganze wird auch von einem Kamerateam gefilmt, die angeblich, wenn das noch stimmt, mit einem Wohnmobil anreisen werden, vor Ort ein bisschen grillen werden, mich mit Essen versorgen werden. Und halt zwischendurch Interviews führen werden, mit der Drohne mir hinterherfliegen werden und so weiter und so weiter. Und es ist aber jede und jeder herzlich eingeladen, da 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden oder wenn er auch will, die ganzen 24 Stunden mit mir mitzugehen. Es wird sicherlich cool, also. Ich habe natürlich in den 24 Stunden Zeit zu plaudern, solange wir halt gehen. Und ja, und freue mich über jeden, der mich begleitet, über jede und jeden Neuen, den ich kennenlernen darf. Und es wird sicher voll die Herausforderung. Und ja, Das also klingt sehr. 1. auf 2. Mai, wir werden um die Mittagszeit am 1. Mai weggehen und eben am 2. Mai zum Mittag aufhören und man wird sich anmelden können, also es wird so einen Kalender geben, aber alle Infos findet man dann auf unseren Social Media Kanälen, also auf Facebook Combi-Ticket Austria oder auf Instagram Combi-Ticket Underline Austria. Wir werden das alles verlinken, damit nichts verloren Perfekt, geht. perfekt. Alles in den Shownotes.
Das klingt ja super spannend und super cool, bitte. Und tolles Event, das da drumherum entsteht. Also da drücke ich euch jetzt schon ganz fest die Daumen dafür. Du, Konstantin, es war ein super feines Gespräch mit dir. Hat mir total Freude gemacht. Und ich, wie gesagt, ich kenne diesen Effekt auch, ja, so einfach Freude dran zu haben und Mut auch von der nächsten oder übernächsten Generation, weiß ja gar nicht, wie viele mehr so da sind, zu bekommen und zu wissen, die Zukunft ist in super guten Händen mit euch. Das ist einfach wunderschön. Danke für deine Zeit, danke fürs Dasein und alles Gute für deine Pläne und für Comedy Ticket Austria. Perfekt, danke dir auch. War echt lustig, hat echt Spaß gemacht und war mir eine Ehre, Gast gewesen zu sein. Und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute für die Zukunft. This future talk was powered by Die Mutmacher.